Hallo und willkommen zurück zu Astros Playroom. Heute mit Kapitel 3. Da gehen wir hier zum Pinken an. Und zwar zum Speicherspielplatz. So, natürlich wieder alles mitnehmen hier. Moin. Noch irgendwo was? Außer dem Puzzleteil da oben. Ah, die nehmen wir auch mit hier. So, das ist Nummer 1. Jo. Hallo. Oh, hier ist man ganz schön langsam. Na du. So. Einmal da hoch da. So, da kommen wir später hin, da oben. Oh, hat er mich schon noch erwischt. Eieiei. So, hier haben wir dann wieder ein Puzzleteil. Kennen wir auch, ne? Das Trending. Oh, die PlayStation. Moin. Haben wir sonst noch was? No. So, und der Artefakt, die PlayStation Maus von der 1er. Gut, dann müssen wir einmal hier runter. Und da haben wir schon den nächsten Artefakt, der 1er Controller. So, dann hätten wir hier alles. Komm jetzt. Jetzt haben wir den Controller. Okay.
Ah, das war schon schnell genug. Hier gab's nix. Dafür gibt's natürlich auch eine Trophäe, wenn du dich da treffen lässt, aber da mache ich glaube ich nochmal ein separaten Video. Guck mal da. Fehlt uns denn jetzt noch eigentlich? Ein Puzzleteil. Den haben wir da oben. So. So, neue Gegner. Da musst du drüber fliegen, damit die kaputt gehen. Dann müssen wir mal hier drauf und zack. Haben wir das letzte Ding. Süß gemacht haben im Regenschirm. So, jetzt haben wir noch ein paar Gegner. Was? Ich hatte das schon geschlagen gehabt. Naja, machen wir das gerade nochmal. Geht ja zum Glück fix. Hallo. Einmal. Zweimal. Oh, da fliegen wir mal hier hoch. Ich glaube, jetzt wird es lustig. Ja, jetzt. Flotte Felder. Genau. Hm. Da haben wir noch einer. Schön. So, denn jetzt müssen wir rollen. Und das machen wir jetzt mit dem Touchpad. Dann gehen wir erstmal hier rechts lang. Hierfür gibt es auch eine Trophäe und dann mache ich auch ein separates Video. Da musst du alle umhauen. Na komm. Gibt es hier noch eine große Münze? Und dann müssen wir hier hoch. So, und jetzt gehen wir hier unten nochmal durch. Da ist nämlich ein Puzzleteil. So, das war's dann hier. Hier haben wir wieder ein Puzzleteil. Die Mützen nehmen wir natürlich alle mit. So, jetzt muss ich überlegen. Hier gab es, glaube ich, nichts. Ah ja, das wird jetzt lustig. Wir nehmen uns erstmal die Münzen hier mit. Denn jetzt haben wir einen Weg, wo keine Bande gibt. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht runterfallen. Hier haben wir ein Artefakt. Die Memory Card, eine PS1.
so ein bisschen Schwung, damit wir den auch umhauen können. So, und dann gehen wir erstmal hier rüber. Wenn man auf dem Touchpad drückt, dann stoppt er. So, und da haben wir den zweiten Astroboard für die 1 auf PlayStation. Und die zocken da irgendwas. Oder ist es das Music Maker von PS1? Ich glaube schon. So, dann haben wir hier noch ein Puzzleteil. Okay. Jetzt brauchen wir nur Rollen. Hier müssen wir aufpassen, hier müssen wir rechts rum. Weil da ist nämlich ein Puzzle. Yo. Zweimal boosten. So. Jetzt mal schnell gucken. Auch alles wunderbar. Oh. Na. Moin. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Sesam, öffne dich. Hier haben wir gleich ein Puzzleteil und ich meine sogar auch ein Artefakt. Na, Samurai. Bist du etwa von Ghost of Tsushima? Jawohl. Die PS1. Ah, oh, geht wieder zurück. Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Nein. Puh, geschafft. So, die sind jetzt elektrisch geladen. So, in der Mitte haben wir natürlich wieder ein Puzzleteil. Komm. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Okay. So, da warten wir lieber. Hallo. Oh.
Und Artefakt, ein Adapter, damit man Soft Kids spielen kann auf der PS1. So, hier haben wir alles. Was fehlt uns noch? Ein Puzzleteil, und den haben wir da oben. Moin. Nicht so laut bitte. Tada. Das Gute ist, da wir ja jetzt raufgegangen sind, zeige ich euch gerade mal, hat er trotzdem angenommen, den Puzzleteil. Aber dafür gibt es dann Münzen, wenn man den nochmal sammelt. Boah, das war aber knapp. So, da haben wir ihn doch. Unseren Freund. Der schickt uns eine Etage höher. Und ins nächste Level. Das heißt, wir können wieder eine Runde rollen. Das heißt, es ist Flipper. Ja. Da müssen wir einmal rein. Danke. Und dann müssen wir doch... Nein, da dürfen wir nicht rein. Hier müssen wir rein. Oh, da ist ein Puzzleteil. Und hier ist ein Puzzleteil. Komm her. So, jetzt haben wir noch die zwei. Einmal. Den einen müssen wir noch weghauen. Danke. Okay. Okay, jetzt sind wir fertig. Jetzt komme ich einmal rüber. So, jetzt. Ah, den habe ich nicht gekriegt. Wunderbar. So, jetzt wird es wieder ein bisschen gefährlicher hier. Hier kommt man ins Rutschen und man hat keine Bande. Also, es kann sein, dass ich hier jetzt vielleicht ein, zweimal drauf gehe. Weil das ist schon extrem. Bleib drauf. Jetzt nicht verkacken, kurz vor Schluss. Danke. Der Analogstick von der PS1. Und look. Dann hätten wir das. So, und jetzt geht es nämlich hier weiter. Ja, bleiben wir stehen jetzt. Jetzt ist das Problem, man darf man nicht berühren. Das könnte jetzt ein bisschen... Oh, jetzt langsam. Langsam. Warum rollt denn er automatisch darüber? Ich lasse gleich die Münzen da. Okay, schnell geht auch nicht.
Nein! Nein! Die wollen mich ärgern. So, jetzt muss aber gehen. Jawohl. Und da haben wir unser Artefakt. Jawohl. Pocket Station. So, sind wir auch bald durch. Juhu! Und da die PlayStation 1 wieder. Ist ja alles zocken hier. Hier noch. Oh, warte, da mach ich mit. So, reicht. Dann geben wir mal die PlayStation 1. Und die Wand, die füllt sich auch langsam. So, und wie bei jeder Folge gehen wir zum Schluss noch mal hier rein. Oh, 13 Stück. Das hat sich mal gelohnt. Artefakt. Die PS4 Pro. Das Artefakt. PSP Go. Dort chillen sind cool. PS1. Mhm. Ja, ist doch noch ein bisschen was drin. Schaffen wir wahrscheinlich doch nicht in einem Durchlauf. Fertig. So, in der nächsten Folge machen wir dann die vierte Kampagne, würde ich sagen. So. Und Speedrun wieder. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.